Moin Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Bequimbo. Wir zocken weiter. Last of Us Teil 2. Das Abenteuer geht weiter. Wir haben jetzt noch ein Fragezeichen auf der Karte, was wir noch nicht abgeklappert haben. Und da gehen wir jetzt hin, da reiten wir jetzt hin. Das Benzin haben wir letztes Mal aus der Tiefgarage geholt. Ja, keine Ahnung, wann es dann zu diesem Phetra-Gate-Tor geht, weil da braucht man ja das Benzin. Das haben wir ja ganz am Anfang mitgekriegt. Ja, jetzt haben wir die Karte hier offen. Und dann gucken wir mal, wie wir da noch hinkommen da zu diesem Fragezeichen. Das müsste ja gleich um die Ecke sein. Alles andere haben wir ja abgeklappert. Also geradeaus und dann unter die ganzen Autobahnbrücken, dann nach links sozusagen. Ja, Dreieck hat. super, ne? Wir kommen immer mehr weiter dem Ziel. Also beziehungsweise haben wir auch diesen Typ da nicht getroffen. Wollen wir mit dem Benzin jetzt zum Fahrtfeldrotor? Ja. Okay, jetzt wird hier gesagt, dass sie direkt zu diesem Petrator gehen, aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde jetzt einfach mal gucken, was da unten eigentlich noch ist. Das müsste ja jetzt eigentlich Dreiecktaste, wenden, L2-Taste. quasi da unten sein. Das klappern wir jetzt auch ab. Da will das Pferd aber gerade nicht runtergehen, aber vielleicht hier. Also das Fettradtor ist es auf jeden Fall. Oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Pferd hier runterspringt. Aber gut, steigen wir ab. Guck mal, was sich hier so alles ansiedelt. Tourist sind wir. Ja, wir sind hier Tourist, ja. Wollen wir mal ein bisschen gucken, ne? Als Touristen wollen wir ja hier die ganze Gegend erkunden. Boah, das sieht so geil aus, Leute, über dem Wasser. Der Hammer, ja. Also dieses Spiel ist auf jeden Fall, das kann ich euch sagen, also wenn ihr das Spiel gekauft habt, behaltet es. Also bloß nicht abgeben, weil es ist ein gutes Spiel. Und da werden die Leute in 30 Jahren noch danach fragen. Und dann ist es gut, wenn ihr das habt. Das ist ein Spiel, was hier für die PS4 auf jeden Fall ein Muss ist und ja, sollte man auf jeden Fall in der Sammlung behalten. Wie war das nochmal mit dem Schlagen? Oh, wird jetzt nur mit dem Messer. Kann man die Scheibe jetzt doch gar nicht einschlagen, da kann man ja eh nichts machen. Beziehungsweise würde ich gerne hier mal. Ah ja, hier, das geht doch hier irgendwie so, oder? Ich jetzt schon wieder verlernt. Ah, die Diener steht einen auch immer im Weg rum. Also es geht quasi so. Okay, das ist wohl nicht zu schaffen. Schade eigentlich. Ich habe jetzt gedacht, ich komme hier irgendwie drauf. Muss doch irgendeinen Weg geben. Wie man hier hochkommt. Vielleicht geht's hier. Sieht aber nicht so danach aus. Ist das überhaupt die richtige Stelle? Fertigung. Medikit. Nein, kein Medikit, sondern die Karte sollst du dir angucken. Ja, natürlich. Was ist das? Leute, wie kommt man da hoch? Also eigentlich gibt es für mich nur einen Weg, und zwar den hier.
So, da stehen wir jetzt wieder. Oh. Oh, ganz knapp. Ganz knapp, habt ihr es gesehen? Also es ist quasi unmöglich, hier rüber zu springen. Also oder doch nicht unmöglich. Das müsste man jetzt nochmal herausfinden. Das geht irgendwie nicht. Okay, mittlerweile habe ich echt das Gefühl, das klappt hier nicht von der Stelle. Also die Frage, ob man das irgendwie von hinten erfinden kann. Vielleicht noch einen anderen Weg geben. Dann würde ich mal sagen, wir reiten mal. Du reitest auf einem Pferd. Gesundheit 74. Ja, natürlich hier von hier, oder? Nee. Nee, das geht hier auch nicht. Wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Da brauchen wir es gar nicht zu probieren. Hier ist auch alles zu. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Vorne ist ein Konvoi. Was war hier los? Sieht aus wie ein Hinterhalt. Sieh dir die Einschusslöcher an der Seite vom Truck an. Sieht nach unseren WLF-Freunden aus. Ja, das Problem ist halt, dass wir halt hier von diesem Konvoi unterwegs in einem Truck mit Ration? Vielleicht wollte er sich verstecken? Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Vielleicht ist es auch nur das hier. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Fedra-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen. Sind hier irgendwelche Waffen?
Kartenort vollständig. Halte zum Anzeigen. Touch-Fertigung. Medikit. Page-Taste. Gedrückt. Ja, das war's schon. Dreieck-Taste. Wenden. L2-Taste. Zoom. Quadrat-Taste. Lesen. Kreistaste. Zurück. Das könnten wir uns noch angucken. Und dann gehen wir zum Fettrator. Also hier kann man nicht darüber klettern oder springen. Das hätte ich jetzt gedacht, das würde funktionieren, aber irgendwie dann doch nicht. Und hier geht hier von dem Konvoi geht nur die eine Tür auf. Die Fahrzeuge sind alle verschlossen, soweit ich das sehe. Hier waren wir doch auch schon Leute, oder? Nein, hier waren wir nicht. Aber hier, doch, hier waren wir. Wir waren hier auf der anderen Seite. Wir waren quasi da hinten irgendwo, wo dieses Bankhausgebäude ist. Okay, Leute, es kann weitergehen, wo auch immer wir jetzt hin müssen. Keine Ahnung, oh, habt ihr gesehen, da ist so ein Hase vorbeigelüpft oder irgendein anderes Tier. Ah, da vorne, guck. Das ist auch cool gemacht. Ein Hase einfach so. Ja. Wir reiten jetzt einfach mal zurück zum Fettrator, beziehungsweise reiten wir auch zurück zu diesem Fragezeichen, was da noch ist. Da ist auch irgendeine Kennzeichnung noch auf der Map. Ich denke, das sollten wir jetzt auch angucken. Bevor wir dann okay tippen. Was jetzt? Das war ein Abenteuer. Wir haben sie noch nicht gefunden. Hey, die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte nur, es ginge schneller. Das ist doch das Fettrator. Natürlich, das ist es. Jetzt müssen wir da das Benzin reinkippen. Aber wartet mal, Leute. Ich will jetzt nochmal auf die Map gucken. Fertigung. Medikit. Oh nein, wir wollen doch nichts. Fertigung. Wobei, Molotow kann angefertigt werden. Das Rezept erfordert. Du hast jetzt 1. Molotow. Fertigung. Medikit. Inventar voll. Wir wollen mal die Karte sehen. Dreieck-Taste. Wenden. L2-Taste. Zoomen. Quadrat-Taste. Wahrscheinlich lesen, kommen wir nur da Kreistaste, rein, wenn wir, wenn wir das Fettrator geöffnet haben zu diesem anderen Ding da. So, da waren wir doch hier schon mal an der Stelle. Dann. Ein Schluck Benzin rein. Okay. Alles gut. Gib den Code ein. Hey, diese alten Generatoren sind ziemlich wichtig. Du brauchst bestimmt ein bisschen. Oh. Entschuldige, was? Gar nichts. So. East Gate, East 2. Tor Ost 2. Tor Ost 2, alles klar. Fertigung. Medikit. Nein, mein Gott, nochmal, ey. Da ist es auch nicht. Du untersuchst etwas. Gesundheit. Fertigung. Medikit. Durch Sammelobjekte. Nur. Bitte an einen Freund. Liste bekannter Bitlets. Notfallbrief von Rabbit kommt zur W an Notiz Antikbrief Bankraubbrief letzter bitte an einen Freund Liste gemeint Vorräte Schlüssel zur Karte von Seattle
Kontrollpunkt Tourcodes. Dreiecktaste, wenden, L2-Taste, zoomen, Quadrattaste, lesen, Kreistaste, fünf, zurück. 3, 4, 5. Bis 2, 5, 3, 4, 5. Sammelobjekt. 5, 3, 4, 5, oder? Tastenfeld, 5. Tastenfeld, 3. Tastenfeld, 4. Tastenfeld, 5. Hat geklappt? Ja, logisch hat es geklappt. Kein Begrüßungsmoment. Oder sie warten nur auf uns. Suchen wir einen Eingang. Bald die Fenster im Auge. Welche Fenster denn überhaupt? Und schon ist das Tor wieder zugegangen. Kann man das eigentlich wieder zurücköffnen, dass man rauskommt? Wie bist du denn da raus? Hier kann man auch nicht rein, oder? An der Seite. Nee, das sieht nur so optisch so aus. Okay, gut, Leute. Ja, wir sind hier in diesem Tor East 2 jetzt drinne. Fetra-Tor oder wie die das nennen. Okay, jetzt muss man hier rüber springen. Worf. WLF. Es ist Gebäude. Verstehe. Ah, klar. Ergibt Sinn. Siehst du das? Ein Infizierter ist gerade über den Zaun. Ja, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Ich weiß nicht, was los ist. Was sind für Schüsse? Hier ist doch Menschen. Hier ist doch weit und breit keine Sau hier. Also jedenfalls jetzt noch nicht. Gate East 1. Aha, da kann man auch durch. Kabel steckt auf jeden Fall schon mal drin. Haben wir jetzt gelernt. Hier ist wieder ein Generator, den man wieder zum Laufen bringen muss. Okay, das ist aber jetzt erstmal egal. Wir wollen jetzt erstmal zu diesem BLF. Keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht kommen wir da drüber. Ja, ich weiß schon, wo ich rüberkomme. Darum geht es ja gar nicht. Also, beziehungsweise, ich bin ja erstmal hier, um etwas zu erkunden. Beziehungsweise bin ich ja noch gar nicht in die andere Richtung geritten. Ich denke immer hier, es gibt hier irgendwie noch was zum Einsammeln oder so. Aber anscheinend dann doch nicht. Halbautomatische Pistole, Pumpgun, Flintenmunition, Revolvermunition. 2, geladen, 0, Reserve. Wo habe ich denn eigentlich dieses große Messer da? Das habe ich auch nicht mehr, ne? Ich müsste mich mal hier mit diesem Revolver, Fertigung, Medikit, Inventar voll. Das Weil ich glaube, so ein Messer, wenn man das hat, das ist irgendwie nur bis zu einem bestimmten Punkt kann man das gebrauchen und dann ist es auch schon wieder verbraucht. Dann hat man wieder dieses normale Standardmesser drin. Thank you.
ersten Infizierten hier auf dem Gelände. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Wäre schön, wenn man hier noch ein bisschen Munition einsammeln könnte oder sowas. Aber da sehe ich gerade mal überhaupt nichts. Doch, hier. Revolver, Revolvermunition. 2. Halbautomatische Pistole. Halbautomatische Pistole. Pistolenmunition. Halbautomatische Pistole. Guck mal, das Pistolenmunition. Kann man jetzt so Halbautomatische Pistole. Pistolenmunition. Halbautomatische Pistole. Pistolenmunition. Halbautomatische Pistole. Pistolenmunition. Pumpgun. Flintenmunition. 1. Geladen. 2. Reserve. Pumpgun. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir was brauchen, dann ist es hier diese Pumpgun. Die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist hier das Allerwichtigste. Ich glaube, hier den Bus brauchen wir auch keine Scheibe einzuschlagen. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal hier Licht anmachen, die sehen ja sowieso nichts. Oben-Taste, um ein Medikit auszurüsten, und halte R2-Taste gedrückt. Scheiße, Leute, das waren einfach zu viele wieder, ne? Drücke L1-Taste, um Nahkampfangriffen auszuweichen. Hab ja nichts anderes gemacht eigentlich. Okay, ich sehe schon. Ich mache hier einen Molotov. Fertigung. Medic Molotov. Schockbombe. Kann angefertigt werden. Das Rezept erfordert. Du hast jetzt 2. Schockbombe. Molotov. Fehlende Bestandteile. Dir fehlt noch Alkohol. Das Rezept. Schockbombe. Fehlende Bestandteile. Jetzt mal so eine Schockbombe reinschmeißen. Automatische Pistole. Pistolenmunition. Diese Schockbombe, die bringt ja irgendwie auch nichts. Drücke wiederholt. Quadrat-Taste, um dich aus einem Griff zu be... Diese Schockbombe bringt ja auch nichts hier. Da brauchen wir auf jeden Fall, Fertigung. Molotow. Schockbombe. Kann angefertigt werden. Das Rezept, du hast jetzt 2. Molotow.
fehlende Bestand. Vor allem muss es viel schneller gehen alles. Fertigung. Medikit. Molotow. Fehlende Bestandteile. Dir fehlt noch Alkohol. Das Rezept erfordert Alkohol. Wie wechsle ich eigentlich? Vorsicht! Fertigung. Molotow. Fehlen. Hammersaale. Okay, das war das. Fertigung. Medikit. Inventar voll. Das Molotow kann angefertigt werden. Das Rezept, du hast jetzt 2 Molotow. Durchstehen. Nicht genug Zusätze. Du überlebst. Revolver. Revolvermunition. Halbautomatische Pistole. Pistolenmunition. Pumpgun. Flintenmunition. 1. Geladen. 2. Reserve. Fertigung. Medikit. Inventar voll. Wie war denn das nochmal? Wie nehme ich schon nochmal das Medikit? Fertigung. Medikit. Molotow. Medikit. Inventar Alte voll. R2 das Rezept um zu verwenden. Mache ich doch gerade. Revolver. Macht halt. Halbautomatische Pistole. Pistolenmunition. Ja, nimm doch mal jetzt das Medikit. Bist blöd oder was? Die haben wir gerade noch so in letzter Sekunde erledigt. Fertigung. Medikit. Inventar voll. Das Rezept erfordert Alkohol und Lumpen. Du hast Alkohol. 0 Lumpen. 1/4. Durch Sammelobjekte. Fertigung. Pumpgun, Flintenmunition. 3, geladen. 0, Reserve. Du stehst. Gesundheit. 26. Kreistaste. Zurück. L1-Taste. R1-Taste. So, jetzt geht es mit dem Medikit. Pumpgun, Flintenmunition. 3, geladen. 0, Reserve. Der müsste hier eigentlich automatisch eine andere Knarre nehmen, wenn die andere mit dem Patronen leer ist. Das macht er aber nicht. Da musst du wieder irgendwie umstellen, umschwenken. Und in der Stresssituation, wenn die Zombies hier um dich herum sind, dann kriegst du das nicht hin. Also da muss man erst nochmal checken, wie das abläuft hier. Das gefällt mir gerade nicht so gut. Der hier ist frisch. Und er hat einen dieser Wolf auf Nähe. Wolf. WLF. Sie haben es mit ihrem Benzin wohl nicht rausgeschafft. Das ist gut, oder? Wenn irgendein Infizierter die Mörder von Joel erwischt hat, dann sind sie trotzdem tot, Ellie. Ist das keine Gerechtigkeit?
Nehmen wir was mit, wenn wir schon hier sind. Ja, ich nehme mir gerne was mit. Aber, was haben wir denn hier? Tolles. Jetzt habe ich noch nicht so viel entdeckt. Soll das hier sein? Ein Hotel ist das hier. Tischkicker. Hier waren wir ja auch schon, ne? Okay, also geht's im Prinzip da hinten in diesen einen Raum rein. Eingeblendet. Kann ich das als Nahkampfwaffe nutzen? Sie wurden erschossen. Erkennst du sie? Nein. Vielleicht hat die jemand anders getötet. Die Infizierten sind gerade gekommen. Hey, da ist ihr Benzin. Tja, wenn wir noch was brauchen, wissen wir, wo es ist. Hier ist Benzin ohne Ende. Na gut, Leute. Überall alles abklappern, ein paar Zombies erledigen und immer so weiter. Auf der Suche nach dem Freund von ihrem Vater, Joel. Joel war ja ihr Vater und dieser andere Typ, Tommy oder so hieß der, glaube ich. Haben wir hier unten was in der Ecke? Nee, da ist auch nichts. Den hier erkenne ich auch nicht. Noch ein Stockwerk. Weil hier ist bestimmt alles zu, ne? Ja, das wurde mit Absicht so gemacht, dass man hier nicht hoch kann. Gut, dann schauen wir mal hier unten. Hotelzimmer. Mit leeren Schubladen. Da ist was drin, oder? Ja. Da ist man nicht so aus, aber gut. Was steht Samstag, da? 29. März. Unser Schlag gegen den Fedra-Kontrollpunkt war erfolgreich. Ich habe mindestens 3 von diesen Verbrechern getötet. Bei uns gab es nur ein paar Verwundete. Nach unseren letzten Verlusten hat es gut getan, zurückzuschlagen. An dem Abend haben wir Isaac zu unserem neuen Kommandanten gewählt. Es war ein hitziges Treffen, seine standrechtliche Exekution dieser Gefangenen stößt manchen Leuten noch übel auf, aber ich mag ihn. Er kann auch schwere Entscheidungen fällen. Freitag, 4. April.
Ich bin total erschöpft, aber aus gutem Grund. In den letzten Tagen sind 8 neue Rekruten hier aufgetaucht. Und 6 davon sind Fedra-Deserteure. Es ist eindeutig, Isaacs Richtlinien funktionieren. Entweder das, oder es sind die ganzen Flugblätter. Die Leute nehmen uns jetzt ernst und sehen die WLF endlich als echte Alternative. Wir werden diese Faschisten vertreiben. Mhm. Aber ihr seid alle draufgegangen. So wie ich das sehe, es gibt hier keine Überlebenden. Die Sammelkarten. Sammelkarte. Know it all. Drücke zum Anzeigen. Touchpad-Taste. Wenn mir jemand wenigstens viel Geld für diese Sammelkarten zahlen würde. Ich glaube, das ist aber momentan noch nicht der Fall. Überraschung im nächsten Zimmer. Scheiße. Er lebt oder ist tot? Tot. Was ist denn hier passiert? Das war Tommy. Das? Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Der Tommy war es. Der hat die alle erledigt. Scheiße. Hier drüben ist noch jemand. Einer von Joels Mördern. Ich nicht. Da steht aber ein Code von dem Tor. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Du stellst dem Typen eine Frage. Aber er darf es nicht sagen. Er muss es aufschreiben. Dann fragst du den hier. Wenn die Aussagen sich decken, sagen sie die Wahrheit. Sonst wird's hässlich. Ja. Ost 1. Noch ein Torcode? Sieht so aus. Da haben wir auf jeden Fall den Torcode 7302 oder so, oder was steht da auf dem Boden? Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Na los. Hier lang geht es raus. Vielleicht holen wir Tommy ein. 7302. Ich würde gerne noch mal gucken, ob da hinten noch irgendwas im Gang ist. Wahrscheinlich nicht. Da ist die Tür auch schon zu. Okay, Leute, also gibt es nur eine Richtung und zwar hier raus. Was war der Code? 7032? 7032.
Immer schön in jede Ecke gucken. Es könnte ja irgendwo noch eine Pistolenpatrone oder sowas da sein. Erstmal umgucken, wo wir hier sind. Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Fertig, weiß. Lady Kid. Alles in Ordnung? Du bist gedacht. Gesundheit. Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie. Wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Pumpgun. Ich hätte Schlimmeres getan. Munition. 3. Kapiert. Geladen. 0. Reserve. War der Code. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Weißt du noch den Code? Der mit Blut geschrieben war? Ja. Also ich gehe zum Generator. Gut. Das Handy beleuchtet, ja. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder WLF. Wolves. Wie auch immer. Ich habe noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Oh mein Gott. Was? Ich klang gerade wie meine Mutter. Ich brauche nichts. Genau, das klang. So klang es. Ja, Leute. Wieder hier ein bisschen was hinter uns gebracht. Und wieder ein paar Fragen weniger. Aber wo ist dieser Tommy? Der Tommy hat sie gefoltert und hat sie erledigt. Der ist auf jeden Fall schon mal auf einem krassen Rachezug. Ja, die nächste Geschichte bleibt wohl an uns hängen und wir gehen weiter. Hier regnet es auch schon. Bin mal gespannt, was hier Dina und Ellie hier beim nächsten Mal machen. Wir werden jetzt auf jeden Fall einen Cut machen. Haben wir auch genug gesehen für heute und hat auch Spaß gemacht, wieder hier mit dabei zu sein. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir werden auf jeden Fall beim nächsten Gameplay schauen, wohin hier die Reise führt. Mal bevor wir jetzt hier eine große Aktion wieder, ein großes Kapitel einschlagen, machen wir hier erstmal ein Gameplay-Cut. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.